So, hallo und herzlich willkommen zurück bei Noob of Empires. Ja, ihr habt es vielleicht gemerkt, ich hatte damals ja ziemlich viele Folgen aufgenommen. Davon sind aber, glaube ich, nur 10 oder so auf dem Kanal erschienen, weil dann gab es neue Patches und so weiter und so fort. Aber die Lage ist jetzt die folgende. Ich habe Age of Empires ja damals um Weihnachten relativ aktiv gespielt. Es gab aber noch keine offizielle Ladder. Es gab noch keine Seasons, es gab noch keine Rankings und so weiter. Es gab die nur außerhalb des Spiels inoffiziell. Ja, und deswegen habe ich um Weihnachten rum ziemlich gegrindet und dann gesagt, gut, ich warte mal, bis die offizielle Ladder da ist und dann werde ich noch mal reinschauen. Ich habe tatsächlich seitdem nicht gespielt. Also ich habe jetzt wirklich gut 4 Monate einfach dieses Game nicht gespielt. Und ich war ja damals schon nicht gut und hatte so eine 40% Win-Quote oder so. Ich habe jetzt mir wirklich gesagt, Ladder ist jetzt da. Hier, Rangliste. Ist jetzt da. Ich habe wirklich keine Trainingspartie gemacht, nix. Ich weiß meine Build-Order nicht mehr, die ich mir selber ausgedacht habe. Nichts mehr. Und ich dachte, ich spiele einfach mal drauf los. Man hört es vielleicht auch, ich bin auch noch ein bisschen erkältet. Und es soll alles keine Ausreden sein. Ich gehe jetzt einfach davon aus, dass ich jetzt 5-mal meinen Placement-Matches auf den Sack bekommen werde. Und mich dann wirklich von ganz unten hocharbeiten muss. Da habe ich auch Bock drauf. Und deswegen suchen wir jetzt einfach mal ein Spiel. Und schauen mal. So. Ja, ich habe so lange nicht gespielt, dass ich sogar nicht mehr auf dieser externen Ranking-Seite bin ich nicht mehr drauf. Weil ich so lange nicht gezockt habe, bin ich auch mal wieder rausgeflogen aus der Liste. Ja, ich werde das Heilige Römische Reich spielen. Ich habe keine Ahnung, das ist ja auch so eine Eigenart von mir. Ich habe keine Ahnung, was im Moment Meta ist, was nicht, weil ich mag irgendwie so dieses Build-Order durchlesen und die dann haargenau spielen nicht so sehr. Und ich bin ja eh niemand, der jetzt vorhat, irgendwie in die höchsten Ränge zu kommen, weil ich dafür ja nur noch AOE spielen müsste und da habe ich gar keinen Bock drauf. Sondern ich habe mir vorgenommen, dass ich jetzt einfach so meine Placements mache und dann pro Woche so 2, 3 Matches mache. So, wir schreiben mal Good Luck, have fun. Ein Level 68 Spieler, ja, lol, let's go. Hat einfach mal, wie viele Partien hat der? Aber guck mal, hat auch eine Weile nicht gespielt, ne? Offenbar. Ach, man kann den Partieverlauf jetzt ausblenden mittlerweile, alles klar. Okay, ich habe keinen Plan mehr von nix. Wahrscheinlich werde ich einfach tot gerusht. Er spielt Mongolen. Ja, wahrscheinlich werde ich einfach tot gerusht. Let's see, wir werden sehen. Let's roll heißt er. Ja, also ich geh von 5 Niederlagen aus. Und dann schauen wir einfach mal, wie das Ganze so läuft. Hat einen schnelleren Rechner als ich, offenbar. So, ihr geht direkt hier hin. Erstmal 2 Schafe sammeln und hier abgeben. Und du gehst zum Holz. Ich habe, glaube ich, in der Regel immer direkt 2 Häuser gebaut, ne? Und dann, so. So, der gibt hier bitte die Schafe ab. So. Und dann schauen wir mal. So. Dann wollen wir erstmal Dorfbewohner auf Holz haben. Das heißt, wir machen es mal so. So, ja, ich habe wirklich keine Ahnung mehr von nichts. Es gab ja so eine Zeit, wo ich das Gefühl hatte, ich komme jetzt gerade ganz gut rein in das Ganze. Und dann auch öfter mal gewonnen hatte und Erfolgserlebnisse hatte und so weiter. Und ja, ich glaube, das ist aber mittlerweile wieder ziemlich gegessen, das Ganze. Ich weiß nicht mal mehr, was ich mir so erarbeitet hatte, was an Dorfbewohneranzahl gut ist und so. Oder man kann hier auf der Map, meine ich mich zu erinnern, kann man sehr viel Fisch sich holen theoretisch, aber dafür braucht man halt in jedem Fall die Seehoheit.
Die habe ich nicht. So. Habe ich irgendwo hier hinten noch Gold? Das wäre eigentlich ganz gut. Ne, ich habe nur nach vorne Gold. Ne? Oder hier ganz hinten. Aber das wäre dann halt sehr angreifbar. So. Machen wir mal 3 auf... 3 auf... Ach, warte mal. Das hier nehmen wir mal noch mit. So. So, und ich glaube, ich brauche jetzt sehr, sehr schnell eine Kaserne, weil er spielt Mongolen. Das heißt, ich werde mich wahrscheinlich sehr schnell verteidigen müssen. Dann verzögere ich, glaube ich, lieber das Zeitalter ein bisschen. Und versuche ihn dann abzuwehren. Also, weil ist schon so... Ich glaube, es wäre ungewöhnlich, wenn bei Mongolen jetzt kein schneller Push kommt. So. Ja, verzeiht, wenn ich immer mal huste. So. Genau, wenn wir das Holz haben für die Kaserne, dann holen wir uns das. Hier ist der zweite Markt. Ist auch schon der Khan. Okay, solange er jetzt hier nur rumrennt, kann es uns erstmal egal sein eigentlich. So. Dann sollen die jetzt hier mal relativ schnell die Kaserne rauspumpen. So, mit Towern können sie, glaube ich, auch relativ schnell kommen, die Mongolen. Oh, da ist auch schon ein Dings. So. Also ich ja, werde jetzt auf jeden Fall erstmal ein paar Speerträger holen noch. In der Hoffnung, dass wir das dann hier ganz gut blocken können, das Ganze. Es wäre auch eine Überlegung, noch einen Tower hier zu bauen. So, dann holen wir jetzt hier nochmal ein paar Dorfbewohner mehr. Bauen noch ein Haus und dann gehen wir etwas verspätet in die nächste Zeit. So, haben noch ein paar Schafe mitgenommen, das ist gut. So, ich mache erstmal 4 Speerträger. Kein Plan, ob das reicht. Aber wir werden sehen. So, dann will ich aber schon langsam auf die nächste Zeit hoch. So, ich mache mal 7 auf Holz. Und dann jetzt die restlichen auf Nahrung. So, weil dann wollen wir doch schon relativ schnell hochblicken. So, hier werde ich mal einen Tower bauen. Hier kann ich relativ schnell zum Dorfzentrum. Da kann er zwar stressen, aber mehr nicht. Aber hier wäre schon wichtig. So. Dann schnappe ich mir die ganzen Holzworker. Dann würde ich... Ah, wir haben leider für den Meinwerkpalast jetzt, finde ich, nicht so die Top-Position. Können höchstens gleich hier probieren. Ja, ich glaube, das Ding ist, wenn es ein guter Mongolenspieler ist, habe ich wahrscheinlich keine Chance. Weil mich das einfach total überfordern wird. Ja.
das war schon mal sehr, sehr dumm. Ja, vielleicht nehme ich dann doch ausnahmsweise mal die Kapelle. Läuft aber direkt schon mal scheiße. Muss man sagen, wie es ist. So. Dann hier noch weiter Holz. Gold passt durch den Prälat eigentlich gerade. Habe ich natürlich einen zweiten, der mir im Prinzip nichts bringt. Ach nee, warte, du bist der Gold-Dude. Ja. Es sieht jetzt schon maximal scheiße aus, muss man halt sagen, wie es ist. Ich hätte den Tower da oben natürlich trotzdem irgendwann gerne. So. Haben wir relativ viele auf Holz. So, dann würde ich gerne das hier. Ich hoffe mal, dass da oben jetzt das geht. Können natürlich auch mit den frühen Waffenknechten jetzt einfach ankommen. Ich breche das gerade mal ab. Von denen sollte ich nicht zu viele machen. Weil. Weil die sind halt langsam. Und wenn er jetzt gleich mit seinen Reitern kommt, dann bringt mir das herzlich wenig. So. So, die Mühle kommt genau rechtzeitig. Weil. Die Schafe sind gleich alle. So. Packen wir die Dorfbewohner erstmal dahin. So, ich will nur mal wissen, ob er Dings hat. Da kommt ein Marktplatz hin. Ich auf jeden Fall gleich mehr Production. Also ich bin auf jeden Fall in allen Punkten schon im Hintertreffen. So viel ist, glaube ich, sicher. So, jetzt brauche ich auf jeden Fall auch mehr Gold langsam. Den einen auf Nagen noch. So, und wenn ihr hier fertig seid, geht ihr mit nach da. So. Ja, ich nehme sonst eigentlich immer ganz gerne den Meinwerkpalast. Ne, Quatsch, den habe ich gerade, das ist die Kapelle, meine ich. Aber ich glaube, in dem Fall. Okay, er scheint nicht auf Dings gegangen zu sein. Das überrascht mich. Er scheint nicht auf
Na, was wollte ich sagen? Auf Fischfang gegangen zu sein. Hätte ich jetzt zumindest nicht gesehen. Das wird gebaut werden. So. Ich bin bereit. Der wacht hier, der wacht da. Vielleicht schicke ich den Prälat mal glatt nach hier, damit er die Nahrungsmittel Zufuhr bufft. Bei Holz sollte ich jetzt eigentlich ganz gut bekommen. So, haben wir hier die Schafe nochmal, dann gehe ich nochmal luschern hier drüben. Machen wir darauf gehen. So. Ah, ich überlege jetzt gerade, ob ich mir hier unten meinen Sneaky-Hafen versuche zu holen. Aber ich weiß nicht, ob es das wert ist, offen gesagt. Versuche hier auf jeden Fall mal den Handel voranzutreiben. So. Ich gehe jetzt mal ein bisschen und gehe jetzt wirklich drauf, möglichst schnell was wollte ich sagen? Möglichst schnell in die nächste Zeit zu kommen. Ich habe jetzt leider nicht so richtig gesehen, was er tut. So, Gold haben wir gleich genug. Das ist doch nicht die ganze Armee, die er hier hat, oder? Kann ich mir nicht vorstellen. Ah, da kommt er. Ah ja. Ah, das sind Steine, scheiße. Da guckt da rum. Zweite Kaserne war wahrscheinlich auch schlau gewesen. Ah, das war dumm. Nee, das habe ich am Anfang verloren, das Ding. Ich glaube, das ist relativ vorbei. Das habe ich relativ am Anfang verloren, das Ding.
Und er bleibt jetzt relativ stur stehen hier in meinem... Ja, das Ding ist wahrscheinlich durch. Ich werde noch so lange es geht irgendwie kämpfen. GG schreiben wir. Ich finde es krass, dass die Nachrichten so verzögert sind. Kapitulation. So. Ach, okay, das war nicht gut. Da war ich, glaube ich, in jeglicher Hinsicht unterlegen. Niederlage. Ja, wie gesagt, ich denke mal, das wird die unterste Liga werden. Erstmal. Eine Platzierung abgeschlossen. Ja, also man sieht, ne, er war von den Einheiten her eigentlich von Beginn an vorne. Ein Dorfbewohner war er von Beginn an vorne. Rohstoffe. Gut, immer mal so, aber nur weil er sie ausgegeben hat. Also, ja. Das war recht dominant, das Ganze. Sieht man eigentlich irgendwo 18 Minuten. Ja, gut, dann war es das. Ich werde versuchen, die Folgen jetzt recht kontinuierlich hochzuladen, sodass ja, ihr da auch immer relativ aktuelle Folgen bekommt. Vielleicht, wenn irgendwann die nächste Stimme wieder besser mitspielt, mache ich vielleicht auch einfach Streams mit Age of Empires und lade dann einfach die Streams hoch. Werde ich sehen, aber auf jeden Fall war es das für diese Folge und dann sehen wir beim nächsten Mal mein nächstes Placement-Match. Und ja, ich denke mal, das wird ähnlich aussehen wie das hier. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Gauton und ciao.